Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Hohe Vertreterin, das Scheitern der Genfer Verhandlungen Anfang September zu autonomen Waffensystemen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass die EU hier mit einer Stimme spricht. Auch ich fordere ein internationales geltendes Verbot von vollständig autonomen Waffen, die selbstständig über Leben und Tod entscheiden. Die bereits vorhandenen internationalen Ächtungen von Chemiewaffen sollten uns Warnung und Ansporn zugleich sein. Es darf nicht erst zur Produktion, Export und Nutzung von autonomen Waffen kommen, die ohne menschliche Entscheidung töten und ebenfalls auch außer Kontrolle geraten können. Das fordert auch die SPD im Europaparlament in ihrem kürzlich verabschiedeten Kernthesenpapier zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die bereits begonnene Entwicklung autonomer Waffensysteme muss deshalb dringend gestoppt werden. Wir müssen verhindern, dass Technologien auf die Märkte kommen, auf die das geltende Menschenrecht nicht anwendbar ist und die bisher unbeantwortete moralische und ethische Probleme aufwerfen. Deshalb begrüße ich auch, dass sich das Europaparlament bereits gegen eine Förderung solcher Waffensysteme über den Europäischen Verteidigungsfonds ausspricht. Danke.